So, ich nehme euch hier mit auf eine Runde in unserem AMG GT4 von Avia Racing. Hier mit unserem Fahrer, dem Jochen, auf seiner ersten freien Qualifying-Runde. Runter geht's. Ja, mit guten 230 die Start- und Zielgerade der Grand Prix-Strecke. Ja, anbremsen wir bei ca. 130 Meter. Da sieht man schön, die GT3-Fahrzeuge bremsen noch eine Ecke später als unser GT4. Ganz eng hier durch die Castrol S-Variante, die, wie ich finde, schönere Variante der Nürburgring Grand Prix-Strecke. Hier runter beschleunigen auf die Ford-Kurven zu. Früh rein, dann kann man sich schön weit raustragen lassen. Und dann eng anfahren. Lange innen und dann Attacke raus. Hier bis aufs Grün rausgefahren, die ganze Streckenbreite ausgenutzt. Jetzt runter zur Dunlop-Kehre. Spätes Bremsen und dann Schwung mitnehmen nach innen und dann Attacke raus, wieder Streckenbreite voll ausnutzen, rechts rüber und dann hoch zum Schumacher S mit Tempo rein, vierten Gang und jetzt Attacke raus, Streckenbreite voll ausgenutzt, jeden Zentimeter mitgenommen, rechts rüber, ja, und dann auf die, ich glaube, Bierkurven heißen sie oder RTL-Kurve, wie sie auch mal. Das wechselt jedes Jahr, habe ich das Gefühl. Auch Streckenbreite voll ausgenutzt. Reinbremsen. Viel Schwung mitnehmen. Jetzt hier auf die lange Gegengrade. Dem Atwan-Bogen oder Hatzenbach-Bogen. Ich weiß es jetzt auch nicht, wie er dieses Jahr heißt. Auf jeden Fall unwahrscheinlich schnell hier in dem Bereich. Auch über 210, ungefähr bei 90 Meter bremsen und dann mit Schmackes durch die NGK-Schikane, eng hier über die Abweiser, ganz nach außen raus und dann ja auch wieder reinbremsen. Jetzt fängt der Spaß an, jetzt geht es hier auf die Nordschleife, T13 der Bereich, ja, man sieht, die Strecke ist viel, viel schmaler. Hier in dem Bereich jetzt ein aktuell neuer Asphalt, viel mehr Grip, der ist nicht so ganz selbstverständlich auf dieser Strecke. Jetzt mit Schwung hier rein in den Hatzenbach-Bogen, links halten und dann rüber zum Hatzenbach-Geschlängel, auch hier mit Schwung rein. Hier liegt auf der linken Seite noch sehr viel Dreck durch die TCR, die hier vorher gefahren ist. Dann hier ins Geschlängel rein, rechts den Curb mitgenommen ein wenig und Streckenbreite voll ausnutzen. Links rüber Richtung Hocheichen und dann ja, kurz ausruhen. Kurze Gerade hier mit eingebaut. Dann hier über Quiddelbach hoch zum Flugplatz. Kurzes Anbremsen, auch mit viel Schwung hier rein, diese Doppelrechts. Es ist unwahrscheinlich wichtig, viel Speed mitzunehmen. Jetzt kommt an der schnellsten Stelle der Strecke das sogenannte Schwedenkreuz. Volle Attacke hier runter, lange links halten, kurz vor Ende Curb erst rüber. Eine schöne gerade Anfahrt. 5 Kilometer Schild hier auf der rechten Seite ist der Einlenkpunkt. Auch hier im Schwung durch. Geschwindigkeiten hatten wir hier schon bis 225. Das ist schon richtig viel in einem GT4 Auto. Und dann innenlang durch die Arenbergkurve und jetzt geht es steil bergab. Runter in die Fuchsröhre. Ja, hier werden wir auch wieder über 250 km/h schnell unten in der Senke. Ja, ich glaube, wir hatten Höchstgeschwindigkeiten um die 258 hier am tiefsten Punkt der Kompression. Dann mit Schmackes in den Linksknick rein. Kurzes, weiches Anbremsen, auch wieder viel Schwung mitnehmen. Hier hoch zum Adenauer Forst. Eng links rein, ist an der langsamsten Stellen. Und auch hier kann man jetzt richtig schön sehen für uns als Fahrer. Ist wunderschön hier auf der linken Seite. Jede Menge Zuschauer, jede Menge Fans, die uns zujubeln. Ja, man bekommt die tolle Stimmung im Auto mit. Gerade in der Nacht, das ist einfach sensationell. Hier Metzgesfeld 1, Metzgesfeld 2. Hier mit Schwung rein, ein bisschen nach links positionieren, damit man hier durch die Rechtskurve Vollgas fährt. Runter zum Kallenhardt. Unwahrscheinlich rutschig hier gerade im Nassen, im Trockenen. Passt es hier aber ganz gut. Dann rechts rüber in die sogenannte Spiegelkurve. Unwahrscheinlich schnelle Passage, sehr, sehr gefährlich. Das Auto wird hier ja, wirklich von links nach rechts geschüttelt und ja, das ist eine der Stellen, wo man nicht unbedingt über einen Ausflug nachdenken sollte. Dann hier die langsamste Stelle, ne, im Wehrseifen. Und jetzt raus, ganz raustragen lassen, runter zur tiefsten Stelle der Strecke. Ja, Breitscheid,
hier im Ort Adenau. Der Betonmauer, auch einer der Punkte, die man nicht mehr kennenlernen möchte. Steilster Punkt der Strecke, sogenannte Ex-Mühle. Hier mit sehr, sehr viel Schwung wichtig, hier hochzukommen, dann Richtung Bergwerk. Erst hier durch den Lauda-Knick die Linkskurve, ist damals der gute Niki Lauda verunglückt. Dann ins Bergwerk und jetzt auch wieder wichtig, ganz viel Schwung mitnehmen. Nimmt man hier Passage Kesselchen durch das Tal mit ja, maximaler Power, maximaler Geschwindigkeit hochkommt. Hier geht es extrem steil bergauf. Man hat selbst mit einem Auto mit 600 PS hat man hier das Gefühl, dass man immer zu wenig Leistung hat. Wir haben nicht ganz so viel, wir haben aktuell knapp 445, 448 PS bei 1475 Kilo. Damit sind wir leider deutlich schwerer. Hier kann man übrigens gerade schön sehen, das ist auch ein GT4 Auto. Da sitzt der gute Bernd Schneider drauf und der Patrick Simon. Aber man sieht sehr schön, das Auto ist deutlich schneller. Es ist auch deutlich leichter und hat auch mal deutlich mehr Leistung, denn sie fahren in einer anderen Klasse. Wir sind in der GT4-Klasse, wir fahren nach Balance of Performance und die fahren in der SP8T. Die haben, ja, ich glaube, so gut wie gar nicht, woran sie sich halten müssen. Dann sieht man auch, wie schnell ein GT4-Auto sein kann, was komplett losgelassen ist. Das ist richtig schön gerade zu sehen gewesen. So, jetzt sind wir erstmal hier weiter im Karussell. Und dann geht's hoch zu dem schnellen, namenlosen Linksknick. Unwahrscheinlich schnell. Ja, mit Vollgas geht es hier durch, muss aber auch genau passen. Dann die Anfahrt zur Hohen Acht. An der ja, steilsten Abschnitte auch und auch einer der höchsten. Ja, das ist zwar 3 Meter tiefer als T13, aber man sagt immer, es ist der höchste Punkt der Strecke. Hier über die Hedwigshöhe links rüber und dann runter in den Wippermann. Unwahrscheinlich schnell hier. Noch ein Klassengegner, nee, ist nicht unsere Klasse, der fährt in einer anderen, das ist so ein Cayman GT4, das ist der Clubsportklasse, Cup 3 heißt sie, glaube ich. Rechts rüber und dann früh wieder rein und dann geht es hier runter ins Brünnchen, auch hier sieht man wieder wahnsinnig viele Zuschauer, das ist unwahrscheinlich toll für uns als Fahrer, also hier in der Nacht fühlt es sich wirklich so an, mit dem ganzen Laserlicht, was dann ausgepackt wird, als ob wir in einer Diskothek wären. So, durch die Eiskurve, auch hier unwahrscheinlich glatt im Nassen, also sie heißt nicht ohne Grund Eiskurve. Dann Anfahrt Pflanzgarten 1 zum ersten Sprunghügel, unwahrscheinlich schnell hier. Kurzes Anbremsen, Autos einmal mit allen 4 Rädern in der Luft. Man fliegt da förmlich runter, rechts rüber. Hier muss die Anfahrt gut passen, damit wir hier mit Vollgas runterkommen zum Pflanzgarten 2. Vorderachse wird extrem leicht. Links wieder rüber und mit ganz viel Schmackes hier jetzt durchs Bell of S. Hier hatte damals Stefan Belloff seinen Unfall gehabt. Links rüber und dann in den Schwalbenschwanz. Auch mit viel Power durch. Links rein. Und auch wieder. Da Tacke raus. Kurzes Anbremsen ins kleine Karussell rein. Ja, hier sieht man schön, Jochen ist voll am Arbeiten. Jetzt ist auch richtig warm gefahren. Hoch in den Galgenkopf. Unwahrscheinlich schwer zu treffen, den Eingang. Ja, und auch jetzt hier gut positionieren, um dann die ganze Kraft mit rauszunehmen auf die Döttinger Höhe. Auf die lange, lange Gerade. Hier erreichen wir auch hinten in der Antoniusbuche unseren Topspeed. Da liegen wir bei knapp 270 Sachen. Auch hier unser Klassen, nicht Klassengegner, sondern das andere GT4-Auto oder der andere GT, AMG GT mit Bernd Schneider. Da haben die gute, ja, gut und gerne fast 300 Stundenkilometer drauf, aber bei über 500 PS ist es dann auch überhaupt kein Problem. Hier unten haben wir die schnellste Stelle, wie gesagt, knapp 270, kurzes Anbremsen und dann hoch zur Hohen Rheinschikane, eng nochmal links vorbei und jetzt rein Schwung mitnehmen auf die Grand Prix-Strecke. Jetzt heißt es für uns immer als Fahrer, durchatmen, jetzt haben wir Platz. Wenn jetzt irgendwie ein kleiner Ausritt passiert, dann ist es nicht direkt mit einem Leitplankenkontakt getan. Und ja, das war eine Runde
24-Stunden-Rennen 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns morgen beim Rennen. Ich freue mich drauf. Drückt uns die Daumen. Avia Racing bei Matul Racing. Und ich freue mich, wenn ihr zuschaut.